Eine schöne Leidenschaft, schönes Hobby, gute Ernährung, gutes Fleisch, Lifestyle, tolles Thema. Leidenschaft für das Fleisch und Respekt für das Tier, was gestorben ist. Also das ist das, wo ich sage, wir können noch ein bisschen was zurückgeben von dem, was das Tier uns gegeben hat. Sharing is caring und Meat ist was ganz Leckeres. Fleisch, ja, hier teilen wir Fleisch, hier kann man Fleisch kennenlernen, an die Fleisch mögen, Fleisch gerne zubereiten. Das ist so das Ding bei Meat Up Cologne. Das Thema Fleisch und das Thema Nahrungsmittel ist heute etwas Besonderes. Das ist nicht mehr so wie früher. Früher wurde man selbst. Heute hat man extrem viel Respekt vor Lebensmitteln. Und gerade in der Jugend und auch gerade in dem Junggebliebenen merkt man förmlich, dass sie es leid sind, von der Industrie vorgeführt werden. Die Italiener, Portugiesen, Spanier machen das die ganze Zeit. Was sich hier in Köln bei diesem Meet-In ist, Meet-Up sieht, das ist schon, muss man sagen, eine Gemeinschaft und auch eine Zusammenkunft von Freunden, die keine Freunde, sondern Bekannte und sonstig. Also das macht schon riesig Spaß und macht auch Spaß, diese extrem langen Kilometerfahrt hier auf mich zu nehmen. Also beim Meetup kommen alle zusammen, die Bock haben zu grillen. Egal ob Einsteiger, Profi, wir haben hier sogar einen Weltmeister regelmäßig vorbeikommen, Fleischsommeliers, treffen sich hier. Jeder macht ein Gericht, worauf er Bock hat. Teilt das mit den anderen Leuten so, machst du ihm halt selber nur eine Sache, aber kannst 10, 15 Sachen probieren. Es findet ein riesen Austausch statt. Dieser Austausch und der Spaß zusammen, ganz unverbindlich, ne, weil es einfach kein kommerzieller Hintergedanke dahinter steckt oder so. Ja. Man muss ja immer auf dem Laufenden bleiben, ne? Hier? 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 H